Was geht ab, Leute? Scharf Banger hier mit seiner Morgenstimme. Ja, Eden ist vorbei. Mal wieder. Ich hoffe mal, bei euch war es erfolgreich. Ja, so ein kleines Feedback zu dem Event. An sich eine nette Sache mit der zweiten Basis. Ja, aber es ist halt immer noch total nervig, dass dann die großen Gilden entscheiden, was du für Belohnungen bekommst und was nicht. Ja, dann gehen die einen, die kleinen Gilden, die dann, sag ich mal, etwas Connection haben zu den großen, gehen dann dort etwas unten bei den großen rumspielen, wenn ihr wisst, was ich meine, und kriegen dann direkt die großen Belohnungen. Auch wenn man deutlich stärker ist als die selbst, also wir gegen die Kleinen jetzt, sag ich mal. Aber was soll's. Es ist, wie es ist. Ja, 3 X-Heldenkarten habe ich hier. Dann habe ich hier noch... was habe ich denn hier noch? Ach ja, genau. Hier diese 2 Elite-Rekrutierungen. Mache ich auch nochmal. Und 2 mal S-Heldenkarten. Also was ich machen werde, ist... mich fürs nächste Eden-Event auf jeden Fall, oder vielleicht kommt der Doomsday-Event raus, vorzubereiten. Da brauche ich auf jeden Fall Captain Ivanov. Der ist richtig gut darin, diese ganzen Felder einzunehmen, wo man halt eine geringe Immunität hat. Ansonsten brauche ich einfach keinen S-Helden. Ja, Tech Priest, das habe ich voll. Ja, die Todesuhr, die brauche ich einfach nicht. Also von daher ist es eine gute Sache. Ja, mache ich gleich mal direkt hier S2-Helden. Genau. Nochmal. So. Jupp. Und dann kann es auch losgehen. Also, erstmal hier die Elite-Rekrutierung. Hauptsache ein S-Held. Das ist auf jeden Fall ein Ziel. Hauptsache ein S-Held. Nope. Komm, nächster. Naja, egal. Egal. Also, jetzt zu den S-Helden. Wo ist das? Ah ja, hier. So, Captain Ivanov oder, wie heißt denn der hier? The Panther. Ach, machen wir mal kurz hier das da. Ja. Also komm, Captain Ivanov. Captain Ivanov. Ja, geil. Boah, das Spiel gönnt. Das Spiel gönnt. Aber nicht zu früh, Freunde. Nicht zu früh, Freunde. Komm, einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Nee, egal. Hauptsache Captain Ivanov, den habe ich jetzt vielleicht nur einmal, aber ja, so ein zweites Mal bräuchte ich ihn schon. Was soll's? Vielleicht kommt er da irgendwann mal im Goldmünzen-Shop. Ja, jetzt zu den X-Helden, zu den viel wichtigeren. Es gibt ja die 3 Kategorien. Jetzt gucken wir nochmal genau, welches ich brauche. Natürlich hier. Also, warum will ich diesen Pool? Liegt an Skorpion und Morgendämmerung. Die in Kombination mit Scarlet Siren, also die Scharlachrote. Das ist eine richtig krasse Kombo aktuell. Also wirklich eine richtig krasse Kombo. Kann ich jedem empfehlen, das zu holen. Ja, ich habe die jetzt 2-mal. Den Skorpion habe ich leider kein einziges Mal. Aber das ist halt wirklich eine richtig gute Kombo. Ja. Dann, sage ich mal, Kamikaze könnte ich auch definitiv gebrauchen. Lass das auch nicht schlecht. Retrograder, nee. Also es sind halt einige Helden auch hier dabei, wo ich sagen würde, okay, wenn ich die jetzt bekommen würde, wäre es ja auch nicht schlecht. Aber in erster Linie auf jeden Fall Skorpion und Morgendämmerung. Jetzt gucke ich hier nochmal. Ja, Huntress könnte ich gebrauchen. Huntress wäre echt nicht schlecht, aber das ist halt auch nur der einzige Held. Und hier wäre es halt Predator.
den ich gebrauchen könnte. Ja, also jetzt quasi als Kombination Mayo Anastasia, Predator und Huntress. Ja, also, dann legen wir los. Skorpion, Dawn, Kamikaze. Das sind die drei Helden, die ich auf jeden Fall brauche. Dann wäre Lust oder Retrograder nicht schlecht. Wobei eher Retrograder, ne, finde ich jetzt nicht so doll, aber schauen wir einfach mal. Komm schon, Junge. Boah, ey, das Spiel gönnt. Das Spiel gönnt. Heute gönnt es ordentlich. Ey, das hat sich gerade böse gelohnt, diese Saison. Zwei der Helden, die ich wollte, habe ich. So, den habe ich jetzt fast voll. Ich brauche noch einmal und dann ist er voll. Komm schon, gönn bitte. Nein. Egal. Komm, das Spiel hat schon so gut gegönnt, eigentlich. Also wenn ich jetzt... Also Skorpion einmal nützt mir nichts. Für die weiteren Tage. Das bringt mir einfach nichts. Was jetzt geil wäre, wäre nochmal Dawn, weil dann habe ich sie voll und kann ich sie schön im Hopeness Lab reinballern. Komm schon, bitte. Oder Kamikaze, dann habe ich den auch wenigstens die achte Fähigkeit. Ja, sehr gut. Okay. Also Dawn wäre natürlich besser, aber ja, ist gut. Ich habe ja hier die... Boah, geil, Alter, das Spiel hat mal böse gegönnt. Wow. Das kann ich echt nicht sagen. Also, konnte ich vorher nie so sagen, aber das Spiel hat gegönnt. Ja, jetzt kann ich halt die Fähigkeit hier freischalten. Und ich habe ja sowieso die Kombo hier. Im zweiten APC. Also, ich kann mich echt nicht beklagen. Das war eine Top-Saison. Wirklich eine Top-Saison. Geil. Geil. Ja, das war es dann auch schon. Also ich hoffe mal, eure Belohnungen waren auch gut. Ich kann es gar nicht glauben. Das ist echt krass. Ja, wie gesagt, ich hoffe, eure Belohnungen waren auch gut. Dass ihr zumindest irgendeinen Helden habt, der euch was nützt. Bei mir war es ein voller Erfolg. Mit den restlichen Doomsday Coins wisst ihr, hole ich mir Kriegsmedaille und Superkerne. Das war's dann auch schon, ja? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns auf jeden Fall. Peace!